Banalverkehr vor. Banalverkehr? Irgendwelche schmutzigen Beschimpfungen. Banale Beschimpfungen. Ist das mit Früchten oder so oder was? Wie kommst du auf Früchte? Ne, keine Ahnung. Banal, Banane. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Straßenverkehr. Ne? Natürlich nur der. Dankeschön. Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, mein Name ist Mia Avelon und Banalverkehr hat natürlich nichts mit Straßenverkehr zu tun. Banalverkehr ist mein Debütroman. Im Banalverkehr geht es um die ungefähr 30-jährige Puppe Stockmann, eine junge Frau, die in der Großstadt lebt und nicht merkt, wie das Leben an ihr vorbeizieht. Eigentlich liegt nämlich alles im Argen. Puppe ist einsam, außer ihrer besten Freundin Lene hat sie keinen Freundeskreis, keinen Mann, kein Zuhause, in dem sie sich wohlfühlt und keinen Job, der sie ausfüllt. Aber für Puppe ist es ein Spitzenleben. Ja, man könnte sagen, sie ist irgendwie ein bisschen gefühlsstabil und leicht wahrnehmungsgestört. Was? Banalverkehr? Also mit B und H? Hat das was mit der Bahn zu tun? So richtig heftig wird es für Puppe erst, als ihre beste Freundin Lene sich entscheidet, dieses Spitzenleben, bestehend aus bedeutungslosem Sex, unnötigen Besäufnissen und nicht endenden Clubnächten, gegen ein normales Leben einzutauschen. Plötzlich hat sie nämlich einen Freund und wird schwanger. Banaler Sex? Was? Schatz! Schatz, was ist denn Banalsex? Sagt Banalsex und ruft Schatz? Puppe will ihre Lene natürlich nicht verlieren und deswegen versucht sie es ihr nachzumachen. Aber das geht furchtbar schief und zwar so schief, dass es Puppe in die schlimmste Krise ihres Lebens stürzt. Aber dann lernt sie Edo kennen und Edo ist eigentlich nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und riecht gut. So, und das reicht eigentlich für Puppe, damit sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Nur leider merkt sie nicht, dass Edo sie weit weniger liebt als sie ihn. Und damit liegt dann wirklich alles in Scherben. Und am Ende muss Puppe die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen.